Wenn man mit der Fotografie angefangen hat, gibt es so einige Sachen, die man noch erst lernen muss. Und heute geht es eben um 5 Dinge, Fehler oder Irrtümer, die die meisten Anfängerfotografen machen. Und bevor ich euch jetzt diese ganzen Fehler aufzähle, würde ich euch darum bitten, einmal unten ein Like auf das Video zu geben. Das ist nämlich gutes Futter für den Algorithmus. No limits, no ceiling. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu diesem spannenden und interessanten Video hier auf meinem Kanal. Die folgenden Fehler oder Irrtümer sind alles so die kleine Dinge, die man am Anfang, wenn man gerade erst mit dem Fotografieren loslegt, falsch macht. Mich und die meisten anderen Fotografen nicht ausgeschlossen. Es gibt, glaube ich, kaum einen Fotografen, der nicht mindestens einen dieser Fehler gemacht hat oder eines dieser Irrtümer geglaubt hat. Dann fangen wir auch gleich mal mit dem ersten Fehler an, und zwar: ich brauche eine gute bzw. bessere Kamera oder eine teure Kamera, damit ich mit dem Fotografieren anfangen kann. Das ist wahrscheinlich einer der meistverbreitetsten Irrtümer, die es überhaupt gibt, wenn es ums Thema Fotografieren geht. Ich bin da auch so jemand gewesen, der gemeint hat, ich brauche eine richtig gute Kamera, damit ich anfangen kann. Habe aber das jedoch relativ schnell begriffen, dass das eben nicht der Fall ist. Denn was bringt einem eine richtig teure Kamera, wenn man sie nicht benutzen kann? Bei mir war es damals so, dass ich mit der Canon 700D angefangen habe zu fotografieren. Das war meine erste selbst gekaufte Kamera, und damit habe ich meine ersten Schritte gemacht und auch so wirklich gelernt, wie gewisse Sachen funktionieren, und mich auch mit der Materie und mit der Technik einer Kamera das erste Mal so richtig beschäftigt. Indem ich dann selbst so viel gelernt hatte und die Kamera eigentlich in- und auswendig konnte, habe ich dann einfach viele andere weitere Kameras ausprobiert und musste dann für mich feststellen, dass ich eigentlich bei Sony besser aufgehoben bin. Aber versteift euch nicht so sehr darauf, weil, wie gesagt, am Ende des Tages müsst ihr entscheiden, für was ihr euer Geld ausgebt, und wenn ihr nicht hundertprozentig zufrieden seid oder gerade erst anfangt damit zu lernen, seid lieber ein bisschen sehr vorsichtig, holt euch wirklich lieber ein Einsteigermodell. Jemand, der sich wirklich gut auskennt, macht schließlich bessere Fotos mit einer Einsteigerkamera und einem Kit-Objektiv, als jemand, der gerade erst angefangen hat und keine Ahnung hat, wie er gewisse Sachen überhaupt einstellen soll, mit einer richtig teuren Kamera wie der A1 beispielsweise von Sony oder der R5 von Canon und wie sie nicht alle heißen. Da macht die Technik keinen besseren Fotografen aus einem, wenn man nicht weiß, wie es geht. Der zweite Fehler, den viele Anfänger machen, ist das Fotografieren im Automatikmodus. In gewisser Weise gehört das auch noch zum ersten Punkt, denn es geht wirklich viel darum, dass man versteht, wie man die Kamera benutzt und wie man die Kamera richtig einstellt. Denn am Anfang fotografierst du natürlich im Automatikmodus, weil du nicht weißt, was du denn machen musst. Und die Kamera, die wird das niemals hinkriegen, das Ergebnis so gut darzustellen von der Belichtung, wie wenn du es selber einstellst. Das liegt nämlich daran, dass die Kamera das immer nur schätzen kann, wie das Bild nämlich ideal ausgeleuchtet ist. Und zwar auf Basis von der Technik im Sensor und von gewissen Algorithmen und Daten, die sich dann versuchen, gegenseitig auszugleichen und einzustellen. Das kann natürlich dazu führen, dass das Foto entweder zu überbelichtet ist oder zu dunkel ist in genau den Bereichen, die du eigentlich hättest einfangen wollen. Und da ist es natürlich sehr hilfreich, wenn du weißt, wie du im manuellen Modus das Ganze richtig einstellen kannst, denn schließlich kannst du dort eigentlich jede Einstellung so anpassen, wie sie dir am besten taugt. Und selbst im manuellen Modus musst du gar nicht so viele Sachen wissen und gar nicht dich so mit der Technik auskennen, denn es reicht eigentlich aus, wenn du nur eine Sache weißt, und zwar wie das Belichtungsdreieck funktioniert. Also sprich, wie denn ISO-Wert, die Blende und die Verschlusszeit zusammenhängen. Und dann kannst du eigentlich schon das Bild so gestalten oder so belichten, wie du es gerne hättest. Man hat im manuellen Modus einfach viel mehr Möglichkeiten und kann so das Beste aus der Kamera rausholen, und man lernt selber noch viel mehr dazu und kann sich noch kreativer entfalten als zuvor. Und auch der dritte Fehler wird sehr häufig gemacht, und zwar vergisst man immer, wie wichtig denn Perspektiven sind. Sehr häufig sehe ich es, dass die Leute die Fotos aus ihrer eigenen Perspektive machen, sprich wenn sie ganz normal stehen und sich Sachen anschauen. Das Besondere am Fotografieren ist aber jedoch, dass man Sachen zeigen kann aus Perspektiven, die man so mit dem bloßen Auge gar nicht erkennt. Beispielsweise in der Landschaftsfotografie wirkt die Umgebung gleich ganz anders, wenn man ein Foto von der Perspektive vom Boden aus macht. Das gibt dem Ganzen nochmal einen anderen Flair und macht das Foto erst überhaupt interessant. Und wenn wir schon in der Natur sind, wie ist es denn, wenn falsche Lichtbedingungen herrschen, um Fotos zu machen? Von
Anfang an wird einem immer eingetrichtert, bei starkem Mittagslicht oder starkem Sonnenlicht kann man keine guten Fotos machen. Doch das sollte man relativ schnell ablegen, denn wenn man einfach mal ein bisschen rumprobiert, kann man sehr gut feststellen, dass man im starken Sonnenlicht auch sehr schnell auch sehr gute Fotos hinkriegen kann, wenn man denn weiß, worauf man alles zu achten hat. Bei so richtig schlechtem Wetter ist es eigentlich relativ ähnlich, denn wenn man wirklich weiß, worauf man zu achten hat, kann das Wetter noch so schlecht sein und man kriegt trotzdem richtig, richtig gute Fotos hin. Und hier ist einfach die Devise: Geh raus, mach ein paar Fotos und schau einfach, was man besser machen könnte, damit auch aus einer nicht vorteilhaften Wetterbedingung auch gute Fotos entstehen können. Und da ist es natürlich dann vom Vorteil, wenn du weißt, wie du deine Kamera richtig einstellst und dich in der Umgebung ein wenig umguckst und versuchst, da einfach mal das Beste rauszuholen. Nun kommen wir auch zum letzten Fehler, und zwar geht es hierbei um die falsche Bildbearbeitung. Die meisten Fotografieanfänger sind auch gleichzeitig Anfänger darin, wenn es darum geht, Bilder zu bearbeiten. Und hier ist oftmals weniger mehr. Vor allem, wenn man gerade erst anfängt, mit so Programmen wie Lightroom und Photoshop warm zu werden und sie zu verstehen, kann es relativ schnell passieren, dass das Foto, was man bearbeitet, sehr gefaked aussieht oder zu schnell zu überarbeitet wird. Vor allem auch der Klarheitsregler, der wird am Anfang immer komplett nach oben hochgepusht, wobei ich persönlich mittlerweile ein Fan davon bin, dass ich die Bilder lieber mit der Klarheit runtergesenkt bearbeite und das vielleicht im Ganzen ein bisschen einen softeren und angenehmeren Look. Die ganzen Fehler sind aber nicht so schlimm, denn schließlich sind sie dafür da, dass man aus ihnen lernt und sich selbst dadurch verbessern kann. Denn solange man wirklich dranbleibt und einfach seine Motivation nicht verliert und neue Sachen dazulernt, kann man auch wirklich viel schaffen und viele kreative Ideen in der Fotografie umsetzen. Und da draußen gibt es viele weitere Fotografen, denen es genauso ging, die jetzt mittlerweile sehr erfolgreich sind, aber am Anfang genau an demselben Punkt standen, wie du es jetzt wahrscheinlich tust. Gibt es bei euch irgendwelche Fehler, die ihr so gemacht habt, als ihr gerade mit dem Fotografieren angefangen habt? Oder habt ihr einige Sachen tatsächlich bis heute noch so gemacht? Wenn ja, dann lasst mir doch einfach unten einen Kommentar. Das würde mich brennend interessieren, wie es denn bei euch so gewesen ist. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Abo und ein Like da. Das würde mich sehr freuen und ihr würdet den Kanal unglaublich dadurch unterstützen. Ich habe noch einige andere Videos, die verlinke ich hier einfach. Schau sie dir an, da ist viel Spannendes und Interessantes mit dabei. Und wir sehen uns dann bei einem meiner nächsten Videos wieder. Bis dahin, ciao!